Sieh anders, Beast. Du bist doch gekommen. Ich war schon besorgt. Besorgt, du könntest aufgegeben haben. Was wollt ihr Kerle eigentlich wirklich? Kingdom Hearts. Sobald Kingdom Hearts uns gehört, sind wir vollkommen und können erfüllt leben. Du siehst also, Beast. Deshalb brauchen wir dich als Herzlosen und deinen Niemand. Gut, noch mehr von den Viechern. Aber mit Abschlussangriff Plus sollte es jetzt kein großes Problem sein. Das. Ich teile so aus, ne? Gut. Der fliegt mir ein bisschen zu hoch und deswegen habe ich noch Smash gemacht. Pitch und Hit ist einfach geil. Oh, noch mehr von denen, ist ja nett. Ich glaube, die heißen Draconia oder so. Das. Au, au, au. Das war fies. Ist schon beeindruckt, wie hoch sogar eigentlich springen kann. Gut, geschafft. Schwuchtel. Dass er das Tor nicht verschließt, ist auch schon alles. Na gut, er wusste wahrscheinlich, dass die niemanden nichts bringen, aber ich laufe ihm jetzt auch direkt hinterher. Ich will nämlich endlich kloppen. Ja, die Grafikfehler kann ich mir nicht so großartig erklären, aber... Nanu? Seht nur, hier ist die Rose! Ah! Ah! Bell! Ah. Schnell! Do what you want, because the pirate is free. You are a pirate! Nanu, dass ich die Gelegenheit kriege, die ganzen Kisten einzusammeln, die man einfach muss. Also hier muss ich definitiv noch ein. Wenn es nicht wegen dem einen Herzlosen ist, dann für Bell. Quatsch, für die Kisten. Für die Kisten, genau. Du verschwindest sofort aus meinem Schloss! Er ist draußen! Mit Vergnügen, aber ich reise bevorzugt mit wenig Gepäck. Was soll ich wohl zurücklassen? Bell oder die Rose? Nix von beiden. Bell! Gut gemacht, Bell! Gut, Xiaoling ist eigentlich einer von den cooleren Leuten. Zumindest was den Kampf angeht. Der Kampf wird zwar gegen Ende auch ziemlich komisch und langweilig, aber er hat durchaus was auf dem Kasten. Where's the fun in this? Ja, so macht das doch keinen Spaß. Gut, jetzt muss ich eigentlich nur die ganze Zeit ausweichen und Geistesblitze sammeln. Man kann maximal 9 auf einmal haben. Deshalb,
Ideal war es eigentlich, das Schwert zu nehmen, das man kriegt, wenn man die, Arena des Olymps jetzt fertig macht. Da würde man nämlich Situationsboost oben drauf kriegen, das würde den Schaden nochmal verdoppeln. Ich glaube. Sehr gut. Ich habe alle Geistesblitze. Das. Er macht's doch mal. Als ob ich nicht gesehen hätte. Mal nebenbei was angesagt. So, bevor du noch irgendeinen anderen Kack machst, weil du meine Heilschlappe eh schon geschrottet hast. Aber so hat man eine Menge Schaden raus. Ja, mach's doch mal. Ich möchte früh abkratzen. Oh, jetzt macht er seine Ich-verzweifle-total-Kombo. Oh Gott, warum habe ich die beiden wiederbelebt? Ja, sein blöder Drache. Das Ding hat eine Menge Schaden raus und ist noch nicht halb so nervig wie seine Angriffe. Aber dank der vielen Geistesblitze ist er ziemlich leicht zu schlagen. Ich kann es mir leider nicht aussuchen, ob ich ihn ganz normal schlage oder doch Geistesblitze mache. Das entscheidet Zora nämlich immer wieder automatisch voran. Gut, das Dumme an seinem Angriff ist, der ist ziemlich verheerend und man kann ihn nicht unbedingt abwehren, indem man einfach Schild macht. Das Einzige, was hilft, ist eine Barrel Roll. Oder ein ganzer Haufen HP. Gut, er schützt sich mit dem Wind. Das dürfte reichen. Und er ist schon besiegt. Ein sowas von lamer Boss. Zwei Welten in einer Aufnahme zu machen, das tut so gut. Geheim Einzelbericht 4. Psst, geheim. Naja, nicht wirklich. Sie gehört wieder dir. Belle? Ich weiß. Du willst, dass ich das Schloss verlasse. Viel wichtiger ist, dass Xaldin dir nichts getan hat. Du bist in Sicherheit. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du dich für mich eingesetzt hast. Mir die Rose zurückgebracht hast. Danke. Das war doch das Mindeste. Du warst so gut zu mir, das hättest du nicht sein müssen. Hör zu, Belle. Ja? Sag es! Na los! Mach schon! Ihr schafft das! Das Schicksal will es! Nur nicht so zögerlich! Belle, ich möchte, dass du hier bleibst. Bei mir. Bitte. Das werde ich.
Maestro, Musik! Warum kann der Maestro das draußen und drinnen nicht? Hey, habt ihr Bells Gesicht gesehen, als sie sich die Rose geschnappt hat? Ja! Yep, es hat ihr offensichtlich großen Spaß gemacht. Sie ist einzigartig, nicht wahr? In ihr schlummert eine Abenteurerin. Die beiden sind wie füreinander geschaffen. Na und wie? Ach ja, und damit ist auch der Schluss zu Ende. Jetzt kann ich endlich zu Arena des Olymps. Alle mal herhören! Ich empfange ein seltsames Signal! Wirklich? Lass mal sehen! Schau mal, es ist undeutlich und irgendwie verzerrt. Wahrscheinlich bloß eine Störung. Ich weiß nicht recht. Sehr gut, Chip und Chip haben keine Ahnung, was los ist und beim nächsten Mal bin ich dann hier, in der Arena des Olymps und sehr wahrscheinlich geht's dann auch sofort weiter nach Port Royal. Und ich würde mal sagen, das war's mit Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich speichere ab. So, wie ich immer abspeichere. Natürlich muss ich die Memory Card auswählen. Ich dachte, das wäre schon was. Ich dachte, das wäre schon erledigt. Nun egal. Ich muss nur noch Super Mario Galaxy bearbeiten. Gut. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute.